Ich bin ja zu Hause, betreue meine Kinder, wir machen Homeschooling. Ich betreue meine Studenten und auch mein Mann ist im Homeoffice. Also diesbezüglich haben wir das Privileg, auch zu Hause bleiben zu können, was viele hier in Mexiko nicht so haben, was mir auch Sorge bereitet. Natürlich habe ich auch als Selbstständige so kleinere Projekte, kleinere Aufträge, denen ich erstmal nicht nachgehen kann. Und das ist natürlich auch schade und auch ein Einkommensverlust. Und wir planen auch nach Deutschland zurückzukehren im Sommer, was natürlich jetzt nochmal eine ganz andere Intensität an Gedanken auch bekommen hat. Ist das denn so möglich, wie wir uns das vorstellen? Wir müssen noch verschiedene Sachen organisieren. Wir wollen natürlich auch noch gerne viele Freunde treffen und Zeit mit denen verbringen, kleine Orte entdecken, das Land nochmal genießen. Und das ist gerade alles nicht möglich. Heute wollten wir zum Beispiel an den Strand fahren und ja, das ist natürlich jetzt ausgefallen. Also insofern sind wir auch ein Stück weit davon betroffen, aber natürlich lange nicht, wie gerade auch die Schwächsten, die diese Krise ganz besonders hart auch treffen wird.